Polizei glaubt, dass du Kam als Partner ausgeschaltet hast, wird man nach dir suchen. Geh ihnen aus dem Weg. Nee, das ist schlecht. Aber ich habe noch was Neues herausgefunden. Ich bin auf den Trichter gekommen, dass wenn ich hier oben auf Spieler drücke, ich skillen kann. Dann gucken wir doch mal, was wir hier skillen können. Wie? Hallo, ich würde das gern skillen. Hallo? Also, so ganz verstehe ich dieses Scheißding noch nicht. Okay. So schnell geht das dann auch weg. Panzerung machen wir da auch mal ein Upgrade. Waffen auch. Treffsicherheit auch. Was haben wir noch? Ausdauer. Das klingt doch sinnvoll, wenn wir hier Erste Hilfe und Zähigkeit und Ausdauer und Gesundheit erhöhen. Ich glaube, davon könnte ich am meisten profitieren. Das ist bei Geräten. Okay. Das gehen wir auch mal. Suchen. Speed und Gründlichkeit. Tja, ich glaube, mehr kann ich nicht mehr skillen. Aber das sollte uns doch um einiges reichen, was wir hier geskillt haben. So. Gut, dass ich das jetzt auch mal geschnallt habe, wie das geht. Was haben wir hier? Okay, also ich bin spärlich ausgerüstet. Tja, also vermeiden wir. Wie haben die denn ausgesehen? Der Mann war etwa 1,80 groß, mit rotem Vollbart und einem... Du da, hilf mir! Ich glaube, sie haben mich gesehen. Ich glaube, es kommt nicht gut, wenn ich die Bullen habe. Versuch nicht, vor mir wegzulaufen! Hey, sie haben Polizeibeamte getötet. Ich glaube, das kommt nicht gut. Denn ausgesehen? Der Mann war etwa 1,80 groß, mit rotem Vollbart und einem Rock. Sie meinen einen Kilt? Ich kenne mich mit Damenmode nicht so gut aus. Jedenfalls sah das Mädchen europäisch aus. Braunes Haar, orange-rote Bluse, gestreifte Hose. Sie hatte eine Pistole bei sich. Aber das Opfer wurde erstochen. Verhaftet sie einfach. Einzelheiten untersuchen wir. Ja, einfach weg. Genau, einfach weg. Freund! Ja, ich habe einen Mann mit einer Nelke gesehen. Er war vor kurzem erst hier. Nicht sehr gesprächig. So, schnell nochmal gucken, nicht, dass da die Bullen kommen. Vielleicht... Nee, hier kann ich nirgendwo. Wo hast du ihn gesehen? Nee, will nicht mehr mit mir reden. So, dann muss ich schnell wieder quicksaven. Nicht gut. Ich mag den Bullen nicht. Auch nicht sieht er mich nicht. Ich seh dich! Du gehst in den Knast! Nein, ich geh nirgendwo hin. Oh, rote Nelken. Nein, ich habe niemanden mit einer Nelke gesehen. Was soll ich denn gegen den Bullen machen? Take that. Nicht gut. Ja, Mann. Ich glaube, ich habe ihn abgehängt. So, und wir knacken jetzt mal das Schloss, weil vielleicht muss man da irgendwann durch.
Warum muss ich aber auch so auffällig angezogen sein? Ah! Mann mit einer Nelke. Ja, vor wenigen Minuten hat ein Mann eine rosa Nelke bei mir gekauft. Ist er ein Freund von... Oh, was ist das? Agentin Archer. Eine Gastgeberbande der bösen Allianz hat herausgefunden, dass ich Geheimnisse an die Unity weitergebe. Bevor man die nicht erwischt hat, kann ich mich nicht mehr sehen lassen. Ich habe gehört, dass ihr Versteck irgendwo in diesem Stadtteil liegen soll. Bitte versuchen Sie, sie aus dem Verkehr zu ziehen und Beweise für die Erpressung zu finden. Und Ihnen? Er hat das hier verloren. Was hat er verloren? Hallo? Du bist verhaftet! Nee. Ich nicht. Wohin bist du gegangen? Oh, wie schön, dass er nicht diese Tür durchgucken kann. So, jetzt gehe ich erstmal da zurück in diese Bude. In der Hoffnung, dass mich der Bulle nicht gesehen hat. Okay, da kann ich hin. So. Hier waren ja ein paar Türen. Da kann ich aber rein. Ach, das dauert immer wieder so. Türchen auf. Agentin rein, Türchen zu. Oh, eine Shisha. Erstmal einen rauchen. Was haben wir hier? Tresor wird für einen besonderen Schlüssel geöffnet. Das Schloss kann nicht geknackt werden. Blöd. Ich muss den Wanze platzieren. Ich habe Medikit. Kann man das essen? Wahrscheinlich kann ich damit werfen. Tatsache. Kann ich eigentlich wieder alles weglegen? Spy Training Menü. Tja, ich glaube, hier gibt's aber weiter nichts Interessantes. Schade aber auch. Muss hier wohl doch weiter rennen. Drecksbein. Ja, du hast einen Verbrecher gesehen. Mhm. Ist klar. Gott sei Dank sind die Bullen fett, nicht trainiert und langsam. Schnell überall nachgucken. Ich habe nämlich echt keine Ahnung, wo ich hin muss. Leute rauchen. Sie sagen, das Opfer wurde erstochen, erschossen und von einem Elefanten zertrampelt. Schrecklich. Die sind ja kreativ, die Leute. Nee, wahrscheinlich kann ich hier nirgendwo hin. Ist hier irgendwas Spannendes? Nee, da kann ich auch nicht hochklettern. Ich hab echt keine Ahnung, was ich tun soll. Hallo, rede mit mir, du Lappen. Will nicht. Okay. Und der will nicht mit mir reden. Was steht da hinten? Irgendwie finde ich diese Gestalt seltsam. Aber schon mal aufmachen, dann gehe ich aber trotzdem vorher nochmal da hinten hin. Demnächst baller ich die Türen auf. Du Freund oder Feind? Du möchtest durch? 50 Rupien! Keiner kommt durch, ohne Haric zu bezahlen. Mach Haric nicht wütend. Ich habe es schon oft gesagt. 50 Rupien, wenn du durch diese Tür willst. Komm hierher zurück! Oh Mann, wieder so ein fetter Bulle. Das ist nur zu deinem Besten. Aua! Ja, das ist nur zu deinem Besten? Ist klar. Verarsch mich doch nicht. Oh, ditcht er sich da durch. Sag uns, wo er ist! Take that! Aua. Oh Mann, wie werde ich ihn denn wieder los?
Wohin bist du gegangen? Oh Mann, der Bulle ist ja tatsächlich schlau. Erteilt euch! Du kannst dich nicht ewig verstecken. Wohin bist du gegangen? Gut, jetzt ist er weg. Das heißt, jetzt nehme ich den Weg hier hinten lang. Ich glaube, ich habe den Keller gefunden, wo ich hin will. Ich glaube, hier will ich hin. Aber es geht schlecht, wenn der Bulle auf einen einschlägt. Dim, 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 dim. Wieso muss ich hier jedes verdammte Schloss knacken? Vorsicht, ich sehe dich! Hey, was? Scheiße, ey. Kassiere ich erstmal fett. Und der Typ erschlägt mich hier mit dem Säbel. Ich hab's erstmal so gar nicht gecheckt. Das war gerade mein Problem. Oh, erstmal durchsuchen. Tulva! Jetzt kann ich immer Leute platt machen. Was hat der hier? Der hat Munition. Dachgrasgranate. Tja, rüsten wir uns mal ein bisschen aus. Oh, durchsuchen. Das kann hier nicht sein. An böse Allianz Studio 4. Wie cool ist das? Von Kuma. Meine Freunde, der Vertrag ist fast unterschrieben. Bald können wir der bösen Allianz auf Wiedersehen sagen und unser erstes Projekt als die Angaraka-Bande beginnen. Nicht außerhalb von Studio 4 verteilen. So. Was findet sich hier? Hier findet sich Schutzweste. Das ist gut. Oh, ein Bild. Wer ist das? Lieber Kamal, wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Mein Freund, wie Sie an diesem Bild sehen können, wissen wir, dass Sie Geheimnisse an Unity weitergegeben haben. Wenn Sie uns nicht bis Dienstag 5000 Rupien zahlen, werden wir mal sehen, ob Ihr Boss Anop Banerjee nicht vielleicht bereit ist, die Bilder zu kaufen. Böse Allianz. Die sind hier wirklich böse. Was denn zu zusammengeknülltes Papierflugzeug gefunden? Sehr cool. Was ist das? Kuman, Ganesh. Ne, genau umgekehrt. Was? Wann haben wir einen neuen Namen bekommen? Angaraka-Bande. Alle werden glauben, dass wir an einem schlimmen Hautausschlag leiden. Wer ist für diesen Quatsch verantwortlich? Niemand wird sich daran erinnern, dass Angaraka auch das Amulett ist, das den Träger von Schuld befreit. Wir sollten nicht schlauer sein, als uns es gut tut, mein Freund. Ja, wo er recht hat. Nee. Okay, dann gehen wir mal wieder. Nee, was war das? War gar nicht beabsichtigt. Das bringt mir leider nicht viel. Oh Mann. Ist der nur so blöd oder tut der nur so? Der steht natürlich toll da. Könnt ihr sie bitte verziehen? Ich wieder von den Bullen aufs Maul. Ich muss aufpassen, ich muss schneller sein als der Bulle. Hehehe, so, jetzt bin ich wieder voll. Und ich weiß, ich muss jetzt da lang. Nicht schon wieder! Kamal, hallo. Ich komm gleich. Oh cool, ich komm mit Kamal rein. Ah, da bist du ja. Ich war schon in Sorge. Diese Karte zeigt das Versteck. Jetzt bin ich da reingeglitscht.